Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Nachdem ihr nun durch unser vorheriges Video wisst, was es beim Eröffnen eines Online-Shops zu beachten gilt, kommen wir nun zu unseren 10 Tipps, wie ihr euren Umsatz steigert. Doch wer sind wir überhaupt? Wir sind eBakery, eine ganzheitliche E-Commerce- und Online-Marketing-Agentur. Wir beraten Online-Händler und die, die es werden wollen, bereits seit über 10 Jahren. Solltest du also Interesse an einer Zusammenarbeit haben, folge dem Link in der Beschreibung, informiere dich über unser breit gefächertes Angebot und vereinbare direkt dort einen Termin. Verlieren wir keine Zeit und starten direkt mit einem der häufigsten Fehler, gerade am Anfang. Alleine Ads schalten. Natürlich kann man hier nicht pauschal sagen, dass es für jeden Händler schlecht wäre. Aber gerade am Anfang ist euer Shop noch nicht optimiert, eure Zielgruppe nicht definiert und eure Konkurrenz noch nicht analysiert. In der Regel ist das also rausgeschmissenes Geld. Denn selbst wenn ihr mit einer guten Werbeanzeige für Traffic sorgt, wird auf einem nicht UX-optimierten Shop keiner kaufen. Deshalb kommen wir zu unserem Tipp: SEO statt SEA. Versteht das aber bitte nicht falsch. Bezahlte Werbung kann einen immensen Umsatzboost verursachen, aber sollte nicht als erstes auf deiner Liste stehen, wenn du E-Commerce-Starter bist. Wie du deinen Online-Shop SEO-konform optimierst, kannst du dir mit Hilfe unserer SEO-Playlist selbst beibringen oder aber du profitierst von unserem Wissen und vereinbarst einen Termin mit unseren Experten. Diese haben bereits unsere Agenturseite für alle relevanten Keywords auf Platz 1 gebracht, wie du hier sehen kannst. Du wirst nun vielleicht denken, was soll ich schon SEO-technisch ausrichten, wenn ich im Jahre 2024 erst anfange? Deshalb solltest du, wie wir bereits in unserem Online-Shop eröffnen Video gesagt haben, clever dabei vorgehen. Die Auswahl deines Produktsortiments ist auch eng verknüpft mit deinen Ranking-Chancen auf Google. Setzt du am Anfang auf Trendprodukte, hast du mehrerlei Vorteile. Unter anderem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es noch nicht allzu viel Konkurrenz auf Google gibt, denn die meisten Händler von Trendprodukten setzen auf TikTok als Hauptmarketingkanal. Wo wir bei unserem Tipp Nummer 2 wären: TikTok nutzen. Dieser Marketingkanal klappt nicht für alle Produkte, aber definitiv für Trend- und Lifestyle-Produkte. Und der Vorteil hier ist, du musst im Gegensatz zu anderen Social-Media-Plattformen nicht das Rad neu erfinden, um Reichweite zu generieren. Theoretisch könntest du ein amerikanisches TikTok-Format ins Deutsche adaptieren und bereits mit deinem ersten Video viral gehen. Das geht aktuell in der Form auf keiner anderen Plattform. Und dazu wird demnächst auch noch der TikTok-Shop nach Deutschland kommen. Demnach eine weitere Chance für dich, First Mover zu sein. Alle Infos dazu erhältst du im oben rechts verlinkten Video. Doch ob beispielsweise deine Produkte für TikTok geeignet wären, weißt du nur, wenn du vorab eine Zielgruppenanalyse gemacht hast. Deine Zielgruppe kann sich beispielsweise durch das Alter, das Geschlecht, den Wohnort und die Sprache, als auch den Interessen zusammensetzen. Das heißt, du kannst erst lukrativ Werbung schalten und Marketingkampagnen planen, wenn du weißt, wer dein Produkt kaufen würde und sich dafür interessiert. Eine Zielgruppenanalyse ist aber noch für ganz andere Sachen essentiell. Beispielsweise die Ansprache und Präsentation deines Shops. Dafür schauen wir uns einmal zwei Praxisbeispiele an. Beim ersten Shop handelt es sich um einen Parfüm-Online-Shop, demnach eher hochpreisig. Wir haben als erstes hochwertige Produktbilder-Designs. Einmal vom Produkt selbst in Szene gesetzt, dann symbolisierend, für wen das Parfüm geeignet ist, in Form eines männlichen Models. Darunter haben wir weitere professionelle Outdoor-Produktbilder vom neuen Serjoff Cap. Darunter eine Produktpräsentation in Form eines Sliders. Die Produktdetailseite hat ein Feminin-Maskulin-Meter integriert. Die Inhaltsstoffe werden dann für jedes Produkt noch einmal visuell dargestellt. Man erkennt also hier die Liebe zum Detail, was bei hochpreisigen Produkten auch erwartet wird. Vergleichen wir diesen Shop mal mit dem eines niedrigpreisigen Produkts, dann wird deutlich, dass hier schon vom Wording her eine persönlichere statt förmlichere Ansprache in Form von Du erfolgt. Wir haben keine designerisch hochwertige Darstellung des Produkts oder der Brand, sondern stoßen direkt auf die Produktübersicht. Die Produktdarstellung ist hier auch nicht einheitlich, mal mit weißem Hintergrund, mal in einer Szenerie. Und auch die Produktdetailseite ist simpel aufgebaut. Es gibt letztendlich auch keine Navigation im Shop. Diese besteht nur aus dem Home-Tab und einer Verlinkung zum TikTok-Kanal.
Zusammenfassend dazu kann man nicht sagen, dass das eine schlechter ist als das andere. Es wird einfach nur deutlich, dass hinter diesen Shops zwei vollkommen unterschiedliche Zielgruppen stecken. Deshalb ist es für dich als E-Commerce-Starter enorm wichtig, deine Zielgruppe zu kennen, um Entscheidungen wie die Ansprache, den Aufbau des Shops, die Verwendung von Medien etc. richtig zu wählen. Nur dann kannst du auch deinen Umsatz steigern. Doch dein Shop sollte nicht nur inhaltlich deine Zielgruppe abholen, sondern auch technisch. Und hier gibt es einen einzigen Punkt, bei dem es keine zwei Meinungen gibt. Der Page Speed. Nichts ist schlimmer als ein Shop, der erstmal 3 Sekunden laden muss. Am einfachsten herausfinden, wie gut deiner ist, kannst du mit dem Page Speed Insight Tool. Hier werden dir unter anderem die Core Web Vitals, als auch deine SEO-Performance, Barrierefreiheit und weitere angezeigt, aus denen du schließen kannst, wie gut deine Gesamtperformance für Desktop und Mobile ist. Sollte diese zu gering sein, kannst du deine Bilder komprimieren, du kannst ein Caching-Plugin verwenden, du könntest deine Bilder auch erst dann laden lassen, wenn diese sichtbar werden, oder aber, wenn all das nicht hilft und du noch am Anfang stehst, den Hosting-Anbieter wechseln oder den Server aufstocken. Mach dir darüber deshalb am besten vor der Eröffnung deines Shops Gedanken. Neben den inhaltlichen und technischen Aspekten sollte gerade auch der Preis am Anfang, wenn dich noch keiner kennt, attraktiv erscheinen. Am Produktpreis selbst kannst du vielleicht nicht allzu viel machen, aber du kannst auf möglichst geringe Versandkosten achten. Denn dein Ziel sollte es am Anfang sein, so viele Bestellungen wie möglich zu generieren. Du könntest beispielsweise freien Versand ab einem bestimmten Warenkorbwert anbieten. Neben zu hohen Versandkosten sind auch fehlende Zahlungsmethoden ein Umsatzkiller. Wer 2024 in seinem Shop kein PayPal anbietet, der ist nahezu nicht mehr konkurrenzfähig. Ausnahmen sind Vape-Shops, CBD-Händler und Co. Hier bietet PayPal oftmals keine Zahlungsmöglichkeit an. Darüber solltest du dir ebenfalls im Vorfeld Gedanken machen, ob deine Produkte zum kritischen Warensortiment zählen. Das kann nämlich auch das Schalten von Google-Werbung wie Google Shopping-Anzeigen erschweren. Unser Tipp Nummer 8 ist, deine Konkurrenz nie aus den Augen zu verlieren. Um diese aber erst einmal im Visier zu haben, solltest du nicht nur betrachten, wer deine potenziellen Kunden sind, was wir ja mit der Zielgruppenanalyse getan haben, sondern auch eine Konkurrenzanalyse durchführen. Wie sehen andere Shops aus? Was machen andere Shops besser? Verwendet deine Konkurrenz beispielsweise Shopify als Shopsystem, gibt es Spy-Tools wie PPSpy, mit denen du analysieren kannst, wie viele Verkäufe der Händler generiert. Mache eine Testbestellung und schaue, wie die Ware ankommt und wie diese präsentiert wird. Dabei kannst du dich auch preislich orientieren, ob du zu günstig oder teuer bist. Denn unser Tipp Nummer 9 ist: Verzichte auf Preisdumping. Das kann unter Umständen sogar davon abhalten, bei dir zu kaufen, da der Kunde skeptisch wird. Orientiere dich daran, was Kunden für einen Preis erwarten und unterbiete diesen nicht. Das trifft vor allem für die Bereiche Lebensmittel, Kosmetik und Feinkost zu. Doch all diese 9 Tipps bringen dir gar nichts, wenn unser Punkt 10 nicht erfüllt ist. Nämlich das Vertrauen. Ohne Vertrauen wird niemand bei dir kaufen. Doch wie erreichst du das? Biete gut sichtbar in deinem Shop Kontaktmöglichkeiten an. Das kann telefonisch oder per Mail sein. Kommuniziere in deinen Website-Texten dein Qualitätsversprechen. Entweder was die Produkte angeht oder den Service. Wie sieht es aus mit der Rückgabe der Produkte bei Nichtgefallen? Wer bezahlt die Retour? Wie lange kann man retournieren? Wo wurden deine Produkte produziert? Gibst du eine Garantie für deine Produkte? Wenn all diese 10 Punkte eingehalten wurden, deine Seite also Zielgruppen- und SEO-optimiert ist, du keine horrenden Versandkosten forderst, du gängige Zahlungsmethoden anbietest und deine Kunden dir vertrauen, dann macht es auch Sinn, Ads zu schalten. Wie bereits erwähnt, können diese sogar der Umsatzbooster Nummer 1 sein. Aber nur dann, wenn die Basics stimmen und du über SEO-Wissen verfügst. Ist das nicht der Fall, ist das gar kein Problem. Wir von eBakery helfen dir als Google Ads Agentur als auch Onlineshop Agentur gerne weiter. Alle Infos dazu erhältst du auf den in der Videobeschreibung verlinkten Seiten, auf denen du auch schnell und einfach mit uns einen Termin vereinbaren kannst. Solltest du hingegen noch tiefer in die gesamte Welt des Online-Handels und Marketings eintauchen wollen, dann steht dir unsere Kanalmitgliedschaft bereit. Werde Teil der eBakery Community und profitiere von den Vorteilen. Kostenlos auf dem Laufenden gehalten werdet ihr mit einem Abo unseres Kanals. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.